Und mit diesem finanziellen Angebot hat der SV Niederösterreich leider nicht mithalten können und somit wechselt Yusin Min nach dieser Saison zum französischen Club Albo. Die beiden kennen einander eigentlich in- und auswendig. In Schwächert hat Yusin Min gegen Zhang 2:3 verloren. Und die vierte Niederlage im vierten Spiel gegen den jungen Chinesen kassiert. Ryu wartet also weiter auf den ersten Sieg gegen Zhang Mingyi. Die anderen drei Duelle hat Yusin Min zuvor in der chinesischen Liga gegen Zhang verloren. Das ist allerdings schon 3 Jahre her. Also eine Revanche ist längst an der Zeit. Und wie erwartet ist auch der Anfang der Anfangsphase dieser Partie sehr spannend. Yusin Min will unbedingt einmal gewinnen jetzt gegen Granada. 2 Niederlagen hat er kassiert im Hinspiel. Eine Niederlage gegen Heziven heute. Das will er natürlich nicht auf sich sitzen lassen und Sie sehen uns an der Körpersprache. Der will jetzt alles aus sich rausholen. Unglaubliche Verteidigung jetzt mit der Rückhand. Fast akrobatisch hat er das gemacht und führt plötzlich schnell mit 7:3. Zoran Primorac hat ein bisschen gezeichnet gewirkt. +6 die Führung für Yusin Min, +7. Auf einmal 7 Satzbälle. Ja, und da blast er ein bisschen durch, Zhang Mingyi. Das schmeckt ihm ganz und gar nicht, dieses Menü. Yusin Min, 1,72 ist er groß, 64 Kilo schwer, ein Leichtgewicht und da macht der Satz 1:11:4. Ja, das ist ja eine Machtdemonstration gewesen. Und Werner Schlager wirkt da ziemlich entspannt im Gegensatz zu diesen beiden Herren, zu Heziven und dem russischen Trainer Fuchs Kubine. Also 1:0 die Satzführung für Yusin Min. Yusin Min beginnt mit dem Aufschlag im zweiten Satz und haben Sie diese Vorhand gesehen? Ja, die Vorhand hat auch gegen Heziven eigentlich 3 Sätze lang gut funktioniert und dann hat er schließlich verloren. Und jetzt funktioniert die Vorhand auch gut. Hoffentlich zieht er das jetzt 3 Sätze lang durch. Oder 4 oder sogar 5. Zhang Mingyi kann mit der Rückhand nicht nur blocken, wie wir sehen, sondern zieht auch die Rückhand durch.
Also, der präsentiert sich jetzt momentan völlig von der Rolle Zhang Mingyi. Im Gegensatz zu Yu Xinmin, der wirkt entschlossen und weiß, dass er dem SVS Niederösterreich, zumindest was das Halbfinale angeht, einiges schuldig ist. Ja, schönes Rückhandduell, aber der Block doch ins Netz. Sieben zu drei, mittlerweile die Führung plus vier. Ja, liebe Zuseher, Yu Xinmin hat es in der Hand. Er könnte den Sack zumachen, denn Sie wissen es, wenn Yu Xinmin jetzt gewinnt, diese Begegnung, dann steht der SVS Niederösterreich im Finale. Zum fünften Mal im Endspiel der Tischtennis Champions League. Und man hätte nicht damit eigentlich rechnen können, denn nach der 2:3 Niederlage im Hinspiel in Schwechat sind die Niederösterreicher doch als Außenseiter nach Spanien gefahren. Zu 4. Also mittlerweile ein leichtes Spiel für Yu Xinmin. Aber wir wissen es ja. Zwei Matchbälle hat er vergeben gegen He Zhiwen und dann hat er die Partie noch verloren. In so einer Tischtennispartie kann es so schnell gehen. Da ist eine Wende äußerst schnell möglich. Zhang Mingyi ist weiter nicht zu unterschätzen. Der weiß natürlich ganz genau, wie man gegen ihn gewinnen kann. Kein Wunder, viermal haben die beiden gegeneinander gespielt und viermal ist er als Sieger vom Platz gegangen. Oder besser gesagt vom Tisch gegangen und er kann auch das Service sehr gut lesen. Haben Sie das gesehen? Verkürzt auf 8:9. Und die Zuschauer spüren es. Da ist alles noch möglich. Aber zwei Satzbälle für Yu Xinmin. Er könnte auf 2:0 stellen. Hat er doch ein bisschen zu viel riskiert mit dieser Vorhand, hat sie aber auch nicht optimal getroffen. Zweiter Satzball. Wiederholung, Netz beim Service. Returnfehler und plötzlich steht es 10:10. So klar hat er geführt in diesem zweiten Satz. Ja, hoffentlich geht das dieses Mal anders aus als gegen He Zhiwen. So, dritter Satzball. Yu Xinmin, er wäre auch im Finale dabei. Und das wäre natürlich, oder besser gesagt, das würde dem SVS Niederösterreich helfen. Ganz klar. Der Ex-Weltmeister gibt dem Olympiasieger Tipps und Tricks, wie dieser Mann zu knacken ist. Elf zu zehn. Sie sehen es, rechts oben eingeblendet, der Spielstand aus der Sicht
von Yoo Sin Min. Naja, jetzt hat er Pech, jetzt geht seine Vorhand mit der Netzkante ins Out. 11-11, auch den dritten Satzball nicht genutzt. Und ich sage jetzt einmal, dieser Satz, dieser zweite Durchgang könnte eine Vorentscheidung in diesem Spiel sein. Zeigt dann jetzt doch ein bisschen Nerven, Yoo Sin Min. 12-12, vier Satzbälle kann er nicht nützen. Die Chancenauswertung lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig heute. Da muss er noch an sich arbeiten, der Olympiasieger. Fünfter Satzball, er geht immer wieder in Führung. Das muss es doch jetzt sein, bitte. Dreizehn zu zwölf. Wieder nichts. Ein verrücktes Tischtennisspiel. Die Zuschauer wissen ganz genau, wenn Shan Ming Yi diesen Satz gewinnt, ist wieder alles offen. Ah, jetzt gibt es Pfiffe, das ist nicht schön, was sich da jetzt abspielt in Granada. Es ist nicht notwendig. Wahnsinn. Wahnsinn, die Spieler sind nicht mal mehr zu sehen. Es stehen beide ganz rechts draußen und liefern sich mit der Vorhand ein unglaubliches Duell. Schauen Sie sich das an. Sechster Satzball. 14-13. Yoo Sin Min. Bitte mach das Ding. Ah, verzieht ihn rechts hinaus. Ein bisschen zu diagonal gespielt. Beide 14. Sie haben es gesehen in den Blicken der Zuseher. Das hält einen nichts mehr auf den Sessel. Es geht weiter, es geht munter weiter. Satzball 7 für Yoo Sin Min. Und auch den wehrt dieser junge Chinese ab. Als wäre das völlig normal. Dabei steht da so viel auf dem Spiel. Hoffentlich geht das nicht wieder ins Auge, genauso wie gegen Hetziven. Beide 15. Er spielt sich den achten Satzball. Unglaublich, unglaublich. Was sich da in Granada jetzt abspielt. Zhang Mingyi hatte nicht einen Satzball. Yoo Sin Min jetzt schon den achten. Es wundert mich nichts, wenn auch diesen nicht nützt. 16-16. Da schmunzelt er selbst schon ein bisschen und da muss er sich ein bisschen an der Nase nehmen, denn so leichtfertig darf er mit diesen Möglichkeiten nicht umgehen. Ja. 17-16, Satzball 9. Ich wiederhole, Satzball Nummer 9. So, aber jetzt lässt er sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und ich sage jetzt, lieber Yoo Sin Min, jetzt machst du diesen Satzball und gehst mit 2-0 in Sätzen in Führung.
Service Jean Millier. Er hat sich für das kurze Service entschieden, für die kurze Service-Variante und ja, da ärgert es sich natürlich und 18 zu 16. Jetzt schaut's gut aus. Ja, da gibt es im Pfiff der Zuseher. Ich weiß jetzt nicht, warum, liebe Zuseher. Aber egal, uns kann es egal sein. 11 zu 4 und 18 zu 16 aus der Sicht von Yusin Min. 2 zu 0 die Satzführung. Yusin Min und der SV Niederösterreich sind nur noch einen Durchgang entfernt vom Einzug ins Finale gegen Charleroi. Robert Gardosch wird da ermahnt und so dann Primorat. Da dürfte die Bank von Granada etwas vielleicht zu laut gewesen sein, unsportlich gewesen sein. Der Schiedsrichter hat das gesehen. Das gefällt dem Zuseher natürlich ganz und gar nicht. So, weiter geht's mit dem dritten. Und vielleicht schon, meine Damen und Herren, mit dem letzten Satz am heutigen Nachmittag in diesem Halbfinalrückspiel. Die Vorhand spielt ja jetzt wirklich gute und konstante Qualität. Macht kaum Fehler. Das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Was der da hinten für eine Beinarbeit leistet, das ist auch beeindruckend. Yusin Min macht da einige Kilometer. Mehr als Jean Mingyi, der sehr, sehr knapp an der Platte steht und den Ball früh nimmt, die Bälle verteilt. Rechts im Bild Schwächerts Bürgermeister Hannes Fasekasch. Links haben wir SVS-Manager Karl Hansl gehabt. Die beiden wirken natürlich entspannt, kein Wunder. Es fehlen nur noch 8 Punkte. 8 Punkte. Das dürfen sie sich eigentlich ja nicht mehr nehmen lassen. In der 5. Partie wäre Werner Schlager gegen Hezi Wendt dran und darauf will man es natürlich nicht mehr ankommen lassen. Wir erinnern uns, im Hinspiel war auch diese Partie Schlager gegen Hezi Wendt die letzte Partie und Schlager hat damals ganz glatt mit 1 zu 3 verloren. Also bitte, Yusin Min, mach das Ding jetzt schon klar. Aber er schwankt ein bisschen. Das ist eine Achterbahnfahrt. Einmal Top, einmal Flop bei Yusin Min. Beim Südkoreaner weiß man nicht wirklich, wie man dran ist. Da spielt er 3 sensationelle Bälle, dann spielt er wieder 3 katastrophale Ballwechsel. 3 zu 3. Genau das habe ich gemeint. Dann kommt wieder dieser Vorhandkracher, diese Peitsche, wo er Jean Mingyi nicht den Funken einer Chance lässt. Kracher Granada hat in der Gruppenphase überzeugt. Die beeindruckende Bilanz. 7 Spiele, 7 Siege. Und diese Niederlage könnte aber das Ausbedeuten für Granada in der Champions League im Halbfinale. Und jetzt macht er wieder auf einmal 3 Punkte hintereinander. Und profitiert aber auch vom
Fehler des Zhang Mingyi. 6:3. Der ist mit seinem Spiel nicht wirklich zufrieden. Und Yu Sinmin ist drauf und dran, den ersten Sieg im fünften Duell gegen Zhang Mingyi zu feiern. Und ich traue mir jetzt schon zu sagen, liebe Zuseher, meine Damen und Herren, 7:3, das lässt sich Yu Sinmin nicht mehr aus der Hand gehen. Ich weiß, das ist eine riskante Aussage, denn er hat heute schon 2 Matchbälle vergeben gegen He Ziwen, aber ein zweites Mal passiert ihm das nicht mehr. 8:3. Neun zu 5, 2 Punkte. Nur noch 2 Punkte. Dann steht der SVS Niederösterreich im Finale. 10:5. Matchball. Yu Sinmin gegen Zhang Mingyi. Und das wird er sich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Einen dieser 5 Matchbälle wird er doch machen. Und er macht gleich den ersten. Gratulation an Yu Sinmin. Er gewinnt 3:0 gegen Zhang Mingyi. Und der SVS Niederösterreich, meine Damen und Herren, hat dem Druck standgehalten und die Hausaufgaben gemacht, hat den Spieß umgedreht. Im Hinspiel gab es ein 2:3, im Rückspiel ein 3:1. Also der SVS Niederösterreich steht zum 5. Mal in Folge im Finale der Champions League. Dort trifft man auf Charleroi. Das erste Spiel findet am 2. Mai in Wolkersdorf statt, das Rückspiel am 12. Mai in Charleroi. Liebe Zuseher, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Weiter geht's hier in ORF Sport Plus mit dem ATP Tennis Magazin. Ab 17:30 gibt es dann die Kurzbahn-Schwimm-Weltmeisterschaft in Manchester. Wir verabschieden uns mit diesen schönen Bildern und mit einer guten Nachricht. Der SVS Niederösterreich erreicht das Finale in der Tischtennis Champions League. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, bedanke mich fürs Zusehen und bis bald.